Herzlich willkommen zum Fabersoft 30-Minuten-Webinar Personaldaten digital und EU-Datenschutzgrundverordnungskonform verarbeiten. Mein Name ist Isabel Stingel und ich freue mich, Sie heute wieder als Moderatorin online begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns heute besonders, dass im ersten Teil des Webinars Rebecca Hörezeder, Leiterin Finance der Fabersoft AG, Ihnen aus Anwendersicht Ihre Erfahrungen bei der Einführung eines digitalen Personalaktenmanagements schildern wird. Im zweiten Teil unseres Webinars wird Hasan Çakmak, Product Owner Fabersoft Personalakte, Ihnen mit einer Live-Demo anschaulich darstellen, wie Ihnen die digitalisierten Personalprozesse dabei helfen können, die strengeren und teilweise sehr arbeitsintensiven Vorgaben der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung im Bereich der Personaldatenverarbeitung zu erfüllen. Dieses Webinar gibt Ihnen also anhand des Beispiels Human Resources bei Fabersoft einen Überblick, wie Sie EU-Datenschutzgrundkonform agieren und wie eine digitale Personalakte Sie dabei unterstützen kann. Falls Sie während der Präsentation Fragen haben, bitte ich Sie, diese im Chatfenster rechts am Bildschirm einzutragen. Wir werden diese dann im Anschluss an die Präsentation beantworten. Nun aber genug von mir. Ich übergebe jetzt das Wort und den Bildschirm an Rebecca Hörezeder. Rebecca Hörezeder, ich bin Leiterin Finance der Fabersoft und in dieser Aufgabe auch verantwortlich für den Bereich Human Resources bei Fabersoft. Und in eben genau diesem Bereich haben wir bei den Vorbereitungen auf die EU-Datenschutzgrundverordnung festgestellt, dass wir einiges an Aufwand für die Konformität der EU-Datenschutzgrundverordnung umsetzen müssen, um das sicherstellen zu können. Ich freue mich, Ihnen heute einen kurzen Überblick, einen kurzen Einblick geben zu können, wie wir uns darauf vorbereitet haben und möchte auch gleich starten, welche Punkte wir sozusagen identifiziert haben als die wesentlichen Gründe, warum wir ein neues System benötigen, um unsere Dokumente, die eben Personenbezug und der Bereich Human Resource prädestiniert dafür, wie wir das umsetzen können. So, wir haben uns also einmal als wesentliches Ziel gesetzt, dass wir eine zentrale digitale Verwaltung von Personalakten wollen. Dieser Punkt setzt eigentlich oder nimmt schon vorweg den zweiten Punkt, den wir als Aufgabenstellung gesehen haben, und zwar jenen, dass wir keine mehrfach abgelegten Dokumente wollen. Das eben ist notwendig, um die Compliance-Richtlinien zu erfüllen. Im Speziellen ist es also die Anforderung der EU-Datenschutzgrundverordnung, die ja das Recht auf Vergessen festlegt und damit es notwendig macht, dass sich Unternehmen sehr stark Gedanken darüber machen, welche Daten, welche Dokumente mit personenbezogenen Informationen wie lange aufbewahrt werden müssen und gleichzeitig aber auch dürfen und dementsprechend auch strukturiert gelöscht werden müssen. Neben der Erfüllung der EU-Datenschutzgrundverordnung war es uns auch wichtig, eine Möglichkeit zu implementieren, den Mitarbeiterinnen und Personalverantwortlichen direkten Zugriff auf Unterlagen in ihrer digitalen Personalakte zu geben. Wir wollten also einen Self-Service einbauen und wir wollten auch verschiedene Fachabteilungen in diese zentrale Verwaltung aller HR-bezogenen oder mitarbeiterbezogenen Dokumente einbinden. Außerdem wollten wir digitale und nachvollziehbare Zustellung von Dokumenten. Im Besonderen war das bei uns zum Beispiel der Gehaltsnachweis, den wir über die digitale Personalakte zustellen wollten. Und das alles in Summe sollte uns zu einer Reduktion des internen Aufwands bringen und die Effizienz steigern. Wie haben wir das also gemacht? Wir haben in unser Projekt, das wir zusammen mit dem Herrn Çakmak gemacht haben, in drei Phasen eingeteilt. In der ersten Phase haben wir uns einmal überlegt, wie wir die Daten in das neue System bekommen. Da war ein ganz wesentlicher Punkt der,
dass wir uns sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie die Struktur aussehen muss, die dieses neue System dann umfasst. Es ist nämlich notwendig, da wirklich auch Ressourcen hineinzustecken, weil das ja die Basis dafür ist, um in Anschluss Löschregeln, Aufbewahrungsfristen, Geschäftsprozesse klar definieren zu können. Dazu muss ich wissen, welche Kategorien von Dokumenten benötige ich, welche Register sind notwendig, um im Anschluss ein optimales Arbeiten und eben die Erfüllung der Voraussetzungen sicherstellen zu können. Und zwar ist wesentlich, dass wir eben keine doppelte Pflege auch von Informationen haben. Und da SAP bei uns das stammdatenführende System ist im Bereich Human Resource, haben wir eine Anbindung an SAP sichergestellt, worüber die Mitarbeiterstammdaten, die wir in SAP ohnehin benötigen, um die Personalverrechnung durchführen zu können, nur dort gepflegt werden und automatisch in der digitalen Personalakte übernommen werden. So wird auch automatisch mit Anlage eines neuen Mitarbeiters ein digitaler Personalakt generiert. Nachdem wir also diese Akten dann hatten, haben wir die Migration der Daten vorgenommen. In unserem Fall war es so, dass wir die Unterlagen bereits digital zur Verfügung hatten. Wir hatten also die Scans schon vorliegen und wir haben dann automatisiert die Daten übernommen. Nachdem diese dann im neuen System strukturiert einmal aufgenommen waren, war der nächste Bereich die Frage, welche Fachbereiche wir wie einbinden müssen und wollen. Wir haben uns dazu jeweils bei den einzelnen Kategorien Gedanken gemacht, wer worauf Zugriff benötigt und eben diesen Zugang dann im Anschluss auch freigeschaltet. Was hier vielleicht erwähnenswert ist, diese Freischaltung des Zugangs folgte direkt durch die HR-Abteilung. Es war also nicht notwendig, hier Programmierkenntnisse zu haben, sondern diese Überlegungen kamen direkt aus unserer Abteilung. Und in der dritten Phase haben wir uns dann mit dem Self-Service auseinandergesetzt, das wir implementieren wollten. Und dazu haben wir die Aufbauorganisation aus SAP importiert, woraus sich die hierarchische Struktur bei uns ableitet, die also dann auch automatisch übernommen wird, womit sozusagen das System weiß, wer der Mitarbeiter ist und wer sein Personalverantwortlicher. Und dann haben wir uns wiederum bei jeder Kategorie Gedanken gemacht, welche Dokumente soll der Mitarbeiter und oder die Personalverantwortliche sehen können. Nachdem das geklärt war, haben wir dann wiederum selbst die Freischaltung der Zugänge vorgenommen und auch die digitale Zustellung der Gehaltsnachweise ermöglicht, was auch wiederum über eine Schnittstelle zu SAP gemacht wurde. Nun sind wir also so weit, dass wir die Fabersoft Personalakte produktiv haben und das bringt mir ganz persönlich eine wesentliche Verbesserung der Schlafqualität im Hinblick nämlich auf die EU-Datenschutzgrundverordnung. Es war beim ersten Durchlesen der Anforderungen doch eine sehr spannende Geschichte, wie wir das alles sicher umstellen können. Und für mich hat sich da herausgestellt, dass eines der ganz zentralen Probleme war, dass man genau wissen muss, wo liegen meine Daten, um eben diese Grundprinzipien der EU-Datenschutzgrundverordnung wirklich nachweisbar erfüllen zu können. Und da ist bei uns dann der große Vorteil über diese zentrale Ablage eben entstanden. Einerseits weiß ich eben so genau, wo alle Dokumente mit Mitarbeiterbezug liegen. Alle Stakeholder, die ich einbinden will, haben direkten Zugriff auf diese eine zentrale Ablage und ich kann vor allem so sicherstellen, dass nicht verschiedene Abteilungen, einzelne Mitarbeiter, Kopien oder doppelte Ablagen in beispielsweise privaten, also eigenen Laptops zum Beispiel oder eigenen Shares zusätzlich machen. Ich habe also so die Voraussetzung dafür geschafft, dass ich eine strukturierte Löschung von Daten sicherstellen kann. Über das neue Self-Service, dass eben die Mitarbeiter oder auch Personalverantwortliche ausgewählte Dokumente direkt einsehen können, haben wir darüber hinaus weitere Vorteile generiert. Diese
dieser Punkt reduziert einerseits die anlassbezogene Notwendigkeit, dass unsere Mitarbeiter im HR-Bereich auf Zuruf Unterlagen zur Verfügung stellen müssen, weil sich die Mitarbeiter oder die Personalverantwortlichen direkt ein gesuchtes Dokument ansehen können. Wenn beispielsweise die Frage entsteht, was war in der Bonusvereinbarung genau vereinbart, ist es möglich, das direkt zu sehen. Und die HR-Abteilung ist in dem Fall dann nicht mehr notwendig. Aus meiner persönlichen Sicht war dieses Feature, dass wir Dokumente, so ein Seriendokument, das wir auf Basis von gesetzlichen oder sonstigen Verpflichtungen nachweisen müssen, automatisch an zum Beispiel die ganze Belegschaft zustellen können, auch ein weiterer sehr wesentlicher Vorteil. Es kann so zum Beispiel jährliche Sicherheitsunterweisung automatisiert verteilt werden und es ist auch einfach nachweisbar, dass die einzelnen Mitarbeiter das Dokument tatsächlich erhalten haben. Was auch ein wesentlicher Vorteil von meiner Praktikersicht aus der direkten Abteilung ist, dass es nicht notwendig ist, für die diversen Einstellungen und Konfigurationen jedes Mal einen Berater heranziehen zu müssen oder mit der IT-Abteilung sich kurzschließen zu müssen, sondern es direkt selbst und recht einfach durchführen kann. Das verkürzt natürlich die Wartezeiten und die Abstimmarbeiten in diesem Bereich. Und immer wieder kommt es zu der Anforderung, dass man sehr rasch Auskunft ergeben soll, beispielsweise in einem Telefonat oder in einer Besprechung, wo konkrete Fragen auftauchen. Und da bietet uns die digitale Personalakte einen ganz klaren Vorteil, dass durch die integrierte semantische Volltextsuche das Finden sehr stark erleichtert wird. Es wird also nicht nur der Dokumentenname durchsucht, sondern das gesamte Dokument und man hat so wirklich sehr schnell den richtigen Treffer und das natürlich unter der Berücksichtigung der Zugriffsrechte. Also man findet nur das, was man auch sehen darf. Ja, und somit wäre ich eigentlich von meiner Seite durch und ich freue mich, Sie jetzt weitergeben zu dürfen an meinen Kollegen, Herrn Czakmak, der uns in der Umsetzung dieses Projektes begleitet hat und der Ihnen jetzt noch eine Live-Demo der Software zeigen wird. Ja, auch hallo von meiner Seite. Mein Name ist Hasan Czakmak. Ich bin als Product Owner auf Habersoft Personalakte zuständig für die Entwicklung der Lösung. Ich durfte auch die Einführung bzw. die Implementierung bei der Habersoft gemeinsam mit der Frau Hörezeder begleiten und möchte Ihnen heute im Rahmen einer Live-Demo ein paar Einblicke in die Lösung geben, insbesondere auch die Aspekte hervorheben, die eben insbesondere relevant sind für die EU-Datenschutzgrundverordnung. Ich möchte mit einer kurzen Einführung beginnen und im Anschluss daran einen ganz konkreten Anwendungsfall zeigen, nämlich die der Sicherheitsunterweisungen, nämlich wie können Sicherheitsunterweisungen für viele Mitarbeiter zum Beispiel erstellt und zugestellt werden. Beginnen wir mit der Einführung. Wir sehen hier die Einstiegsseite für den HR-Mitarbeiter in der Habersoft Personalakte. Es ist das sogenannte persönliche Dashboard, das hier angezeigt wird. Aus diesem Dashboard heraus können Anwender und Anwenderinnen alle ihre Anwendungsfälle durchführen. Das ist der zentrale Einstiegspunkt. Was sehen wir hier? Wir sehen einen verkürzten Zugriff auf die zuletzt verwendeten Personalakten und Dokumente. Die sind hier in einem Element hier schnell verfügbar. Und es sind natürlich auch einige Reports stehen hier zur Verfügung, die aus den Daten generiert werden können, wie zum Beispiel die Entwicklung der Fluktuation, die Jahrestage. Hier hat ein Mitarbeiter ein 15-jähriges Jubiläum zum Beispiel und Geburtstage und so weiter. Das ist hier der Einstiegspunkt in die Personalakte und wenn man dann tatsächlich mit einer konkreten Personalakte oder mit einem Dokument arbeiten möchte, ist der schnellste Weg, diese Personalakte zu finden, über die integrierte semantische Volltextsuche, über das Suchfeld rechts oben im Fenster.
Und dort kann man jetzt zum Beispiel hier nach einer Mitarbeiterin suchen. Und wenn man dann den Begriff eingibt, findet man entsprechend die Personalakte, also ersten Treffer hier zum Beispiel von der Frau Kane Wanda. Aber es sind natürlich auch über diesen Suchbegriff auf Inhalte auffindbar, hier zum Beispiel die Reisekostenabrechnung, wo ja der Name nicht im Objekt, nicht im Dateinamen, sondern im Inhalt natürlich hinterlegt ist. Gut, und aus diesem Suchergebnis heraus kann man dann mit einem einfachen Klick auch schnell in die Personalakte wechseln. Die Dokumente der Personalakte werden hier angezeigt. Jede Personalakte hat eine vordefinierte Struktur. Die sehen alle gleich aus in der Struktur. Diese Struktur, eines der Aufgaben in einem Einführungsprojekt ist es, diese Struktur der Personalakten zu definieren. Und hier wurde es eben an diesem Demosystem hier so festgelegt. Es gibt eben weitere Register, wie zum Beispiel Verträge und so weiter. Ein Dokument, man sieht hier eine Vorschauansicht. Die ersten 5 Seiten, wenn sich der Platz ausgeht, werden angezeigt. Ansonsten wird es abgeschnitten, so dass man den Inhalt schnell erfassen kann. Und man kann natürlich ein Dokument auch öffnen. In diesem Fall ist es ein Microsoft Outlook E-Mail, was ich hier geöffnet habe. Und der integrierte Viewer bietet mir hier einen komfortablen Weg, hier diesen Inhalt des Dokuments wirklich auch lesen zu können. Ich kann natürlich hier blättern zwischen den einzelnen Dokumenten und auch wieder diese Übersicht öffnen von der Akte. Zusätzlich zu dieser sehr inhaltslastigen Darstellung, wo man die Inhalte im Vordergrund hat, gibt es eine sehr kompakte Darstellung, die insbesondere dann, wenn man sehr, sehr viele Dokumente in den Personalakten hat, nützlich ist. Dazu kann man hier beispielsweise die Ansicht auf die Detailansicht ändern. Das ist eine sehr vergleichbare Ansicht wie mit dem Windows Explorer, eine tabellarische Form. Es gibt Spalten und es gibt Zeilen. Jedes Dokument wird durch eine Zeile dargestellt und die einzelnen Felder, wie zum Beispiel in welchem Register liegt das Dokument, welche Kategorie hat das Dokument, ab welchem Datum ist das Dokument gültig, sind hier Spalten eingeblendet. Man kann die weiteren Register ganz einfach aufklappen. Ich klappe sie jetzt einmal auf hier in diesem Beispiel und dann hat man hier auch diese Einträge verfügbar. Man kann hier mit den Spalten arbeiten, sie verschieben, zusätzliche Spalten einblenden. Ein nützliches Tool ist auch die Filterung. Man kann hier zum Beispiel nach einem Begriff filtern und so sehr schnell wirklich zu den Dokumenten gelangen. Also ein webbasierter Client, man bedient die Personalakte mit dem Webbrowser, aber sehr praktisch hier in der Nutzung. Ich möchte kurz auf ein paar Aspekte jetzt drauf eingehen. Wir haben hier die Kategorien eingeblendet. Die Kategorie ist ein sehr, sehr wichtige Eigenschaft von einem Dokument, nämlich über die Kategorie des Dokuments wird gesteuert, wie lange zum Beispiel das Dokument aufzubewahren ist, welche Berechtigungen dahinter festgelegt sind. Hat der Benutzer, der Einsicht hat auf die eigene Akte, Zugriff auf dieses Dokument von diesem Dokumenttyp, von dieser Kategorie? All diese Regeln werden über die Kategorie gesteuert und wir öffnen jetzt kurz einmal zum Beispiel hier die Kategorie Arbeitsvertrag und schauen uns zum Beispiel an, wie die Aufbewahrungsregeln für Arbeitsverträge definiert sind. Hier an diesem Beispiel 30 Jahre Aufbewahrungsdauer ab Austrittsdatum des Mitarbeiters und was hier auch sichtbar ist, es gibt eine Regel, die besagt, sobald sofort, nachdem die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, wie soll ein Prozess gestartet werden, die dieses Dokument zur Löschung vorlegt, damit dann der Anwender entscheiden kann, was dann mit dem Dokument passieren soll, ob es dann tatsächlich gelöscht wird oder eben weiter aufbewahrt werden soll. Diese Regeln definiert man einmal. Das definieren nicht Programmierer, keine IT-Mitarbeiter, das definiert die Fachabteilung. Das ist die gleiche Bedienoberfläche, die gleiche User Experience wie mit der Personalakte selbst. Das ist hier zum Beispiel das mit den Aufbewahrungen, mit der Löschung hier ganz einfach zentral einmal pro Kategorie festgelegt. Und bei der täglichen Arbeit muss sich dann der HR-Mitarbeiter nicht mehr Gedanken machen, wie lange muss ich jetzt dieses Dokument aufbewahren, wann soll ich das löschen, sondern er legt die Kategorie fest und damit ist das System in der Lage, alles andere zu automatisieren.
Und dadurch habe ich eine fehlerfreie Umsetzung dieser Anforderungen. Ein anderes Beispiel ist hier die Übernahmebestätigung. Dort möchte ich einen anderen Anwendungsfall kurz erwähnen, nämlich die der Berechtigungen. Natürlich hat die IT-Abteilung, IT- und Infrastructure-Abteilung keinen Zugriff auf den Arbeitsvertrag, keinen Zugriff auf alle anderen Dokumente, aber man kann die IT- und Infrastructure-Abteilung integrieren in die HR-relevanten Prozesse, zum Beispiel Übernahmebestätigungen unterschreiben zu lassen und abzulegen, und dementsprechend sind die Mitarbeiter aus dieser Abteilung über ihre Rolle hier berechtigt, Übernahmebestätigungen zu ändern bzw. neu abzulegen. Aber nur diese Dokumente, das ist hier ganz einfach definiert, und so kann man sehr differenziert auch Berechtigungen vergeben und Fachabteilungen ganz einfach auch in die Prozesse integrieren. So viel einmal, so eine kurze Einführung über die Lösung, wie die Personalakte jetzt sich anfühlt, wenn man damit täglich arbeitet. Jetzt möchte ich umschwenken zu dem einen Anwendungsfall mit den Sicherheitsunterweisungen. Das habe ich ein bisschen vorbereitet. Ich habe Sicherheitsunterweisungen schon vorbereitet, so dass eben auch diese Dokumente, Sicherheitsunterweisungen, die werden üblicherweise wiederkehrend erstellt, jährlich zum Beispiel, und da wird immer ein Prozess gestartet, der das dann über den Workflow erstellt und den Benutzer dabei unterstützt, nämlich prozessgesteuert. Dazu wechsle ich in den sogenannten Arbeitsvorrat. Der Arbeitsvorrat ist das Element, in dem die Aktivitäten, die Workflow-Aktivitäten dargestellt werden. Dieser Benutzer, mit dem ich hier arbeite, Denver Meyer, hat hier zwei Aktivitäten in seinem Arbeitsvorrat. Und zwar Aktivitäten zum Bearbeiten dieser Seriendokumente. Und hier sind zwei Seriendokumente, nämlich das erste Seriendokument betrifft die Sicherheitsunterweisungen für Büroarbeitsplätze. Man kann sich das kurz ansehen. Das ist ein Word-Dokument, und hier sind ist auch der Inhalt dargestellt natürlich. Das zweite Seriendokument ist eine Sicherheitsunterweisung für Produktionsmitarbeiter. Und ist auch ein Word-Dokument. Man kann kurz hier den Inhalt zum Beispiel öffnen. Wir sehen, in diesem Word-Dokument ist der Text natürlich gepflegt. Es gibt aber auch hier gewisse Bereiche, die nicht ausgefüllt sind, die dann sozusagen aus der Vorlage verwendet werden und für je Mitarbeiter sozusagen personalisiert werden können. Was kann ich jetzt mit diesem Seriendokument tun? Dieses Seriendokument hat eine Zielgruppe, hat Adressaten, und die werden eingestellt, welche Mitarbeiter hier betroffen sind. Das ist hier definiert, und für diese Mitarbeiter werden diese Sicherheitsunterweisungen erstellt. Und nachdem die Produktionsmitarbeiter jetzt selbst keinen PC-Arbeitsplatz haben, ist es hier natürlich schwierig, einen digitalen Workflow hier umzusetzen. Deshalb muss man hier den Weg gehen, dass man diese Dokumente ausdruckt. Das kann hier über diese Aktion erreicht werden. Ich drucke diese Dokumente aus. Es wird je Mitarbeiter in dieser Adressatenliste ein Dokument generiert mit dem Vornamen, Nachnamen und insbesondere mit einem QR-Code. Diese Dokumente werden ausgedruckt, von den Mitarbeitern dann letztendlich unterschrieben und kommen dann wieder zurück. Und nachdem das sehr, sehr, sehr viele sind, braucht man dann üblicherweise auch ein Reporting, das auch hier natürlich bereitgestellt wird. In diesem Reporting sehen wir hier diese Sicherheitsunterweisungen für Seriendokumente, die sind hier schon in diesem Reporting verfügbar. Der Status ist noch in Bearbeitung. Und man sieht hier natürlich den Inhalt, den wir vorhin gesehen haben. Wie funktioniert das jetzt in weiterer Folge? Die unterschriebenen Papierdokumente, die von den Mitarbeitern unterschrieben wurden, werden eingescannt, und wir haben uns sehr darauf fokussiert, dass wir mit unserer Personalakte als Lösung uns sehr gut integrieren können in die bestehende IT-Landschaft. Es gibt Schnittstellen, und eines dieser Standardschnittstellen, die wir bieten, ist diese Möglichkeit, die Lösung als Netzlaufwerk einzubinden. Das kann insbesondere von zum Beispiel Scannern sehr gut verwendet werden, um Dokumente hochzuladen. Ich habe hier die Dokumente bereits unterschreiben lassen und vorbereitet. Die liegen jetzt hier. Ich werde jetzt diese Dokumente, die hier vorbereitet sind, sozusagen, ich werde den Scanner simulieren und die Dokumente hier in einer Inbox ablegen. Damit liegen sie einmal
in der Lösung, stehen zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Und wenn ich das hier kurz herzeigen darf, die HR-Inbox, die sieht jetzt so aus, die Dokumente liegen dort und es gibt eine Verarbeitung im Hintergrund, die dann aus den QR-Codes die richtigen Dokumente erkennt und in den richtigen Personalakten ablegt. Das passiert im Hintergrund und während das dann jetzt läuft, möchte ich jetzt mit der zweiten Sicherheitsunterweisung kurz fortfahren. Hier sehen wir auch wieder im Reporting, dass bei den Sicherheitsunterweisungen für die Büroarbeitsplätze bereits einige Mitarbeiter die Unterschrift über die Workflow-Funktionalität geleistet haben, dass sie diese Dokumente zur Kenntnis genommen haben. Und die Kaufmann Martina hat das zum Beispiel noch nicht gemacht. Ich wechsle hier in die Rolle von der Frau Martina Kaufmann. In ihrem Arbeitsvorrat hat sie ein paar Dokumente zugestellt bekommen, hier in diesem Fall zwei, ihren Gehaltsnachweis. Und natürlich auch diese Sicherheitsunterweisung. Und diese Sicherheitsunterweisung kann sie jetzt im Workflow bestätigen, dass sie diese Sicherheitsunterweisung gelesen hat. Und nachdem sie das dann eben bestätigt hat, kann man dann auch im Reporting sofort erkennen, die Frau Martina Kaufmann hat dieses Dokument unterschrieben, dass sie das zur Kenntnis genommen hat. In der Zwischenzeit wurde auch diese Hintergrundaufgabe ausgeführt und die Dokumente von der Sicherheitsunterweisung für Produktionsmitarbeiter, sie haben jetzt mittlerweile auch den Status abgeschlossen bekommen. Und wenn wir hier zum Beispiel die Akte von der Chris Sanders öffnen, sehen wir, dass in ihrer Personalakte nun nicht die noch nicht unterschriebene Variante liegt, sondern diese wurde ausgetauscht über diesen QR-Code. Und es liegt nun die tatsächlich unterschriebene, gültige Version des Dokuments hier in dieser Personalakte. Also es hat natürlich einen sehr starken Vorteil, insbesondere wenn man solche Sicherheitsunterweisungen für Mitarbeiter ohne PC-Zugang zur Verfügung stellen muss, dass man hier mit dieser automatisierten Verarbeitung auch diese Compliance-Anforderungen ohne wirklich sehr hohen Aufwand sehr einfach erfüllen kann. Damit möchte ich auch meine Live-Demo beenden und möchte dann auch für weitere Fragen das Wort an, für die Moderation der weiteren Fragen das Wort an die Frau Isabel Stingel übergeben. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich gleich bei den Sprechern für die interessanten und aufschlussreichen Erklärungen. Wir haben auch Fragen erhalten. Ich werde diese gleich der Reihe nach stellen und beginne mit der ersten, die sich an Frau Hörezeder richtet. Und zwar lautet die, was war die größte Herausforderung bei Ihrem Projekt? Ja, danke Isabel. Also aus meiner Sicht war die größte Herausforderung und das, wo es sich auch lohnt, wirklich Ressourcen hineinzustecken, die Frage des Aufbaus des Systems. Also welche Kategorien benötigt man, um wirklich auf der einen Seite die Handhabung optimal zu gestalten und auf der anderen Seite die Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung umsetzen zu können. Das kann durchaus eine höhere Anzahl von Kategorien sein, die notwendig sind, um vor allem diese Löschregeln und ein gut durchdachtes Löschkonzept umsetzen zu können. Okay, danke vielmals. Ich mache gleich weiter. Die zweite Frage geht an Herrn Czakmak. Die lautet, wie wird die digitale Personalakte von Fabersoft bereitgestellt? Ist es ein Cloud-Dienst? Ich konnte die Frage leider nicht hören, weil mein Lautsprecher kurz, könntest du sie wiederholen? Ja, natürlich. Wie wird die digitale Personalakte von Fabersoft bereitgestellt? Ist das ein Cloud-Dienst? Ja, die digitale Personalakte von der Fabersoft kann natürlich auch als Cloud-Dienst verwendet werden, aber größere Unternehmen möchten ihre HR, also ihre Personaldaten hauptsächlich in ihrem eigenen Rechenzentrum haben, dort aufbewahren. Deshalb hat die Fabersoft eine sehr einzigartige Lösung entwickelt, nämlich die sogenannte Fabersoft Personalakten Appliance. Und die Appliance wird als Hardware- und Softwarepaket ausgeliefert und kann dann sehr schnell eingesetzt werden.
Das ist der wesentliche Vorteil, dass man hier keinen Projektaufwand hat, auch auf Seite der IT, sondern dass die Appliance wirklich sehr einfach im Rechenzentrum eingebaut wird, mit Strom und Netzwerk versorgt wird und dann kann man gleich loslegen. Das ist die Variante, die große Unternehmen besonders bevorzugen. Okay, danke. Damit haben wir auch die Frage 3 gleich mit beantwortet, weil da ging es darum, ob die Daten bzw. Files on-premise oder in der Cloud eben abgelegt werden. Wir haben noch weitere Fragen. Ich sehe aber, dass wir mit unserer Zeit am Ende sind. Ich schlage vor, wir werden alle weiteren Fragen schriftlich beantworten. Und ich sende sie Ihnen dann gemeinsam mit der Webinaraufzeichnung in den kommenden Tagen zu. Damit bedanke ich mich bei Ihnen auch schon für Ihre Teilnahme an unserem Webinar. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns bei unserem nächsten 30-Minuten-Webinar zum Thema Digital Asset Management mit der Fabersoft Cloud digitale Schätze sicher und einfach verwalten, am 14. Dezember wieder begrüßen darf. Damit wünsche ich einen schönen Abend und auf Wiedersehen.